Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wäre natürlich für mich reizvoll, jetzt gleich auf die Gesamtdiskussion des Tages einzugehen, überall anzuschließen. Das wäre mein Interesse, aber nicht Ihr. Sie erwarten sich von mir sicherlich noch etwas anderes. Wäre auch darauf zu sprechen kommen und vielleicht am Ende des Referates dann über die Möglichkeit unseres Doktorandinnen und Kollegen Interventionsforschung berichten, weil ich meine, das könnte für Sie ganz interessant sein. Weil mein Thema ist ja Intervention und wir haben so ein ganzes Kolleg. Aber weil es so schön ist und weil mich mein Vorredner so an gewisse Dinge erinnert hat, ist mir bei seinem demokratischen Idealbegriff der Arbeits- oder erfolgsbezogen und so weiter, sind mir zwei Sachen von Nestroy dabei eingefallen, der gesagt hat, alle Macht geht vom Volk aus, um nie wieder dorthin zurückzukehren. Und er hat auch gesagt, warum ist das Volk so stumm? Weil es bei der Wahl die Stimme abgibt. Also schöne Sachen stehen da bei dem schon. Für Familientherapeutische Arbeit hat er auch einen so netten Spruch gesagt, der da lautet, Verwandte sind Bekannte, die keine Freunde sind. Okay, und vorher war auch noch vom Tun und Nichtstun die Rede. Da hat mir unlängst jemand gesagt, und damit komme ich dann zum Ernst, aber das hat mir gut gefallen, dieses Bonmot. Er hat gesagt, das einzige Problem des Nichtstuns ist, dass man nicht weiß, wann man fertig ist. Das ist ein Sickerwitz. Ich möchte aber dennoch auf einige Dinge zu sprechen kommen, weil sie auch mein Thema treffen. Ich war ja noch als jüngerer Wissenschaftler dabei mit dem damaligen Justizbundesminister Broda die Bewährungshilfe mit aufzubauen. Also ich habe schon auch Affinitäten zu Ihrem Thema. Und ein Problem dann danach, weil ja, das wäre sehr angesprochen hat, war dieses Problem des ATA. Ist der Kollege noch da? Das ATA? Ja, gerichtlich Tatausgleich. Da haben wir eine unserer Interventionsforschungen war damals, und die erinnere ich mich sehr gut, der ist ja sehr erfolgreich. Also nicht nur in Österreich, sondern später auch in anderen Ländern wurde ja das Modell übernommen. Sehr erfolgreich, mit Ausnahme eines Konflikts, nämlich des Nachbarschaftskonflikts. Da ist ja nicht so erfolgreich. Muss ich fragen, warum ist das so? Und das haben wir uns näher angesehen und ich sage Ihnen das Ergebnis von damals, weil es auch das Verhältnis von Raum und Zeit betrifft. Und das ist ja mein Thema für die Intervention. Sie wissen, ja, am Land, da gibt es so Nachbarschaftskonflikte, die währen über Generationen. Es geht meistens um einen halben Meter Grund, also oder um einen vom Urgroßvater gefällten Baum oder so. Also der Anlass ist relativ austauschbar und peripher, aber der Konflikt, der hat es in sich. Das ist richtig. Was ist der Grund für diesen Konflikt? Übrigens, wir haben das auch in Kärnten im Zusammenhang mit dem Ortstafelkonflikt untersucht. Ja, was bleibt da über in Kärnten? Inzwischen ist alles gelöst, glaubt man. Darf man das dort überhaupt? Bitte? Darf man das überhaupt untersuchen? Ja, das war eine meiner ersten wissenschaftlichen Aktionen in Kärnten, nicht, weil ich es nicht verstanden habe. Wo Wissenschaftler sollen das untersuchen, was sie nicht verstehen. Also, ja, also Kärntner Ortstafelkonflikt, der ja ewig gedauert hat, nicht, also praktisch vom Staatsvertrag bis vorgestern, haben die immer den Konflikt lösen wollen. Und nachdem wir auch Konfliktforschung betrieben haben, haben wir gesagt, wir drehen das einmal um. Und sagen, wenn ein Konflikt so lange dauert, dann haben alle was davon. Ja? Also die Frage ist ja ganz wichtig, in jedem Konfliktmanagement zu schauen, wem nutzt der Konflikt? Und ich sage Ihnen, der hat allen genutzt. Ja? Und jetzt ist er gelöst, jetzt fällt vieles weg, was er früher nutzbringend war. Ja? Sowohl für die Minderheiten als auch für die Mehrheit. Weil für Minderheiten, die ja im ständiger Assimilierungsgefahr ist, ist natürlich ein Abhebungsthema. Ja, der ordentliche Konflikt kann meine Identität gegenüber anderen
bewähren und auf Dauer stehen. Also haben wir dann uns angeschaut, wie das ist, wer Nutzen davon hat und welcher das alles ist. Das ist auch veröffentlicht. Und das hat die Presse kommt gesagt, das ist eine Bombe, bis sie einmal immer lösen wollen, jetzt kennt man ja aufrecht, und dann gesagt, das war nicht die Botschaft, sondern sich genau anschauen, wenn man denkt, das wird sicher vorbei, überhaupt nichts, keine Reaktion, ja, auf diese unsere Untersuchung. Da sehen Sie, wie wirksam Wissenschaft ist, praxiswirksam. Und um auf den Attac zurückzukommen, am Land, ist natürlich in dörflicher Gemeinschaft die Nähe der Menschen zueinander relativ groß. Immer weniger durch Pendler und so weiter, aber ist früher noch viel mehr wie heute. Und der Konflikt ist ein Differenzmittel. Nicht, wenn ich mit wem streite, muss ich mit ihm nichts zu tun haben, außer streiten. Das muss ich nicht dauern. Und wenn einer ein Nachbar ist und ja, die Hexer- und Hexerinnenprozesse des ausgehenden Mittelalters waren alle noch, oder 80% Nachbarschafts- Vernagerungen, wie es in Österreich heißt. Also deshalb ist der Nachbarschaftskonflikt am Land nicht so leicht lösbar, weil die was davon haben. Aufrechterhalten. Deshalb hat der Adler damals da sich die Zähne ausbissen. Bei Konflikten am Land, da könnte man jetzt viel über Dorfgemeinschaften reden und so weiter, über den Unterschied zwischen Städter und Dörfer. Ne? Städter eilen blicklos aneinander vorbei. Man im Dorf auftaucht der Fremder, wird er verfolgt vom Kommen bis zum Gehen. Das ist ein gewisser Unterschied. Hängt mit der Physiologie der Zeit, rede ich auch noch was darüber. Wenn ich dazu komme, wie lange habe ich Zeit? Wenn ich so verdient habe. Also, und wissen Sie, was das jetzt so in der Stadt ist umgekehrt. Da streiten, also in so Zinskasernen benachbarte Parteien, also 85-Jährige mit einem 82-Jährigen, man weiß nicht wieso, es geht auch um nichts, aber das ganze Haus surrt. Oh, hab schon wieder gehört, was die... Ja? In den anonymen Zinskasernen braucht er den Konflikt, damit sie was rührt um einen herum, was sie sonst nicht tut. Also die Funktion, das ist mir da zur Art eingefallen, aber ich muss jetzt langsam seriös werden und möchte eins herausgreifen. Vor 40 Jahren haben wir mal eine Interventionsforschung, und die werden Ihnen da sagen, was das ist, in der Grazer Universitäts Kinderklinik, chirurgische Kinderklinik gemacht. Das hat der Primar so wollen, und damals haben die Primarier noch was zu reden gehabt. Ne? Inzwischen ist der Verwaltungsdirektor. Und eigentlich ist es gegangen um Kooperation. Kooperation der unterschiedlichen Berufe, die es dort gibt. Ärzte, Pfleger, Pflegerinnen, Hilfspersonal und so weiter. Und das ist ja nachher, die Interventionsforschung ist relativ teuer, weil man muss narrative Interview machen, man muss rückkoppeln, man muss eine Architektur der Forschung aufbauen. Und das dauert und kostet. Und dem Verwaltungsdirektor damals war das ja wahnsinnig, wie der einmal schickst du ein paar Fragebogen und wir haben das. Ne? Das haben wir uns geweigert. Bei Fragebogen haben wir die Eigenschaft, dass sie deshalb eine Intervention sind, weil nachher die Leute, wenn sie es ausgefüllt haben, nachdenken, was sie hätten ausfüllen können. Ja, also das haben wir erforscht im Übrigen. Ja, deshalb haben Fragebogen eine bedingte Aussagekraft. Also wir haben dort unsere Forschung gemacht und es ist um Kooperation gegangen. Das ist uns nicht schlecht gelungen. Nach einem Jahr ruft der Verwaltungsdirektor an und sagt, Hans, könnten Sie das nicht bei uns überall machen? Wir haben uns 300.000 Schilling Medikamente erspart. Ja. Ich habe gesagt, wenn es die anderen auch wollen, können wir das machen. Aber es setzt voraus, dass die, die unserer Forschung sich annähern, das freiwillig tun. Anders geht es nicht. Ja, die müssen ja reden und so. Also, es ist zwar teuer, aber es bringt viel herein in der Konsequenz. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil das hat
Raum und Zeit. Das beginnt schlicht damit, dass diese Leute dort, ja, die unterschiedlichen, erinnern Sie sich an die sektorialen Gruppen, die sich da um die Psychiatrie herum und so weiter wichtig machen, ne? Die haben ja nicht einmal einen Raum, wo sie miteinander reden. Ja? Die haben die Ärzte einen Raum, die haben einen Raum und so weiter. Also schon räumlich ist Kooperation von nicht von vornherein klar. Wenn man informell so im Tagesablauf zwischendurch sagt man sich geschwind was, aber Kooperation braucht Räume und es braucht Zeit. Also das wird immer wieder unterschätzt. Kooperation jetzt zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen in Institutionen braucht eigene Organisationsformen und die brauchen Zeit. So wie auf dem Bild, das Sie vielleicht noch in Erinnerung haben, es geht ja um Koppelung von unterschiedlichen Systemen. Und diese Koppelungen sind eigene Organisationsfiguren. Ja, weil da kommen von den einen, von den anderen und so weiter und die verständigen sich da drinnen oder nicht. Und das sind eigene Organisationsleistungen von Institutionen, die wir nicht gewohnt sind, schon gar nicht in diesen Großsystemen. Und ich sage Ihnen noch was dazu, was wichtig ist. Alle diese Funktionssysteme, die auch die großgesellschaftlichen, die aufgezeigt wurden, entwickeln ihr eigenes Wertsystem und ihre eigene Logik. Das heißt, die Bindung innerhalb solcher Systeme, ob das Rechtssystem, Bildungssystem, Gesundheitssystem ist, die Bindung innerhalb der Systeme geht nicht bloß über Funktionen, also Zielsetzungen, die man erfüllt, für Gesundheitsvorsorge sorgen, sondern geht darum, dass man eine Binnenwertfigur erzeugt, die die Personen in den Systemen über die Funktionen hinaus bindet. Wir sind keine reinen Funktionen. Ja, wir sind Menschen und brauchen Sinngebung. Sinngebung geht nie nur durch Ziele, sondern zum Beispiel auch durch Zusammenarbeit. So, aber was passiert jetzt, wenn diese unterschiedlichen Funktionssysteme mit ihren Wertfiguren, ja, ich kann ja dafür sagen, ihrer entwickelten Kultur, weil heute Vormittag davon die Rede war, aufeinandertreffen, ergeben sich Widersprüche. Also, um nicht, ja, also ich nehme doch noch ein Beispiel aus dem klinischen Bereich, aus dem Krankenhaus, nämlich um eine Hypothese Ihnen versuchen deutlich zu machen: Menschen oder wir alle haben einen sehr rudimentär steinzeitlichen Umgang mit Widersprüchen. Warum? Weil Widersprüche Konfliktpotenzial sind. Sicher. Und Konflikte sind nicht das, was wir wollen. Oder? Ich habe noch niemanden erlebt, der sagt, wo ist ein Konflikt doch hin? Oder? Ich weiß nicht, vielleicht. Ja, Anwälte, Mediatoren, ja, Medien. Ja, es gibt ganze Berufsgruppen, ganze Systeme, die da besonders dran interessiert. Wir haben ja die Mediation am Flughafen Schwechat mitbegleitet, 5 Jahre Mediation und die Presse, nachdem sie gesehen haben, da kommt immer wieder Konsens raus, weil ihnen das fährt. Ja, weil Konflikte sind interessant. Aber also, ich will dann Folgendes anschließen und kann Ihnen da unzählige Beispiele geben, dass, weil unser, lasst Sie lang, haben wir erforscht, wieso das so ist, dass wir einerseits emotionell Konflikte ablehnen, außer die bestimmten Berufsgruppen, und die sind nicht selber betroffen, sondern die, ja, wenn sie selber betroffen sind, verhalten sie sich genauso blöd wie die anderen. Also, bis in die Physiologie hinein hat das Ursachen, dass wir konfliktscheu sind, bis in die Geschichte, so sind wir geprägt, das ist ein altes Muster. Obwohl wir wissen, dass Konflikte notwendig und sinnvoll sind. Das ist ja ein Wahnsinnswiderspruch. Einerseits lehnen wir es ab emotionell und andererseits nehmen wir unseren Verstand, unsere Vernunft vor und sagen, das ist unabdingbar. Also Konflikte sind nicht vermeidbar, im Gegenteil. Sie sind notwendig und sie sind sinnvoll. Das muss erst rein bei uns. Und weil das so schlecht geht, passiert das in Institutionen genauso. Da treffen nun die unterschiedlichsten Systeme aufeinander. Also wenn Sie hier, wir haben ja gesprochen kurz darüber, und dann sollen die interdisziplinär zusammenarbeiten. Meine Damen und Herren, da genügt nicht der gute Wille allein. Das ist zu wenig. Nicht? Oder so
Menschen, die sagen, ja, da gehen wir auf einen Konsens. Konsense sind mühsam erkaufte Übereinstimmungen. Das betrifft diverse Prozesse, diverse Interventionen und so weiter. Und so, schließlich das Beispiel an, dass ich aus Kliniken habe, bestätigt oder begründet die Hypothese, dass einer der Umgangsformen mit Widersprüchen, der logische, wir sind ja logisch, ne? Glauben wir. Oder ebenfalls ist das eine Methode, die in Europa im Unterschied zu Asien besonders ausgeprägt ist, die Naturwissenschaften, die Ökonomie und so weiter gestützt haben. Für uns passt das nicht, für unsere Bereiche aber dennoch. Eine der Umgangsformen mit Widersprüchen ist, sie zu hierarchisieren. Wer hat das Sagen? Na, dann ist alles klar. Ja? Haben wir ja in der Professionalisierungsdebatte auch gerade gehabt. Wer hat das Sagen? Irgendjemand hat gesagt, wer hat die Definitionsmacht? Ich glaube, sie hat es. Das passt da dazu. Eine Form, die dort, wo die Entscheidungsmaterien relativ übersichtlich sind und dort, wo es, wie da schön geschildert, erinnern Sie sich an die Pyramide, ein ständiges System der Zuordnung gibt, hat das ja noch einen Sinn. Aber bei uns ist es völlig dysfunktional geworden. Beispiel, nicht also Klinik. Wer, in der Klinik gibt es mindestens die Logik der Medizin, die sich, wer hat gesagt, das ist keine Wissenschaft? Irgendjemand hat da in der Diskussion. Mit dem hätte ich jetzt schön diskutieren können. Also die Medizin, also die Mediziner werden schon beleidigt, wenn man sagt, sie sind keine Wissenschaft, obwohl ich den Kollegen, der nicht mehr da ist, recht gebe. Jedenfalls keine ausreichende Wissenschaft. Aber sie behaupten, sie sind eine, und diese Art der Wissenschaft formiert nämlich naturwissenschaftliche Orientierung, diagnostisch normorientiert und so weiter, formuliert eine ganz bestimmte Werthaltung und ganz bestimmtes Verstehen. Also ein Mediziner, wenn man den fragt, bitte erklär mal aus deiner Wissenschaft, was Selbstheilungskräfte sind, dann wird er sagen, ist nicht meine Sache. Man dann in der Pflege, und wir müssen doch Selbstheilungskräfte fördern vom Patienten, sagt der Mediziner, nur tut das nicht. Das heißt, mindestens die Logik der Medizin, die auch eine Fall, jetzt rede ich nicht von ihren Fällen, oder? Sondern der Fall der Medizin ist die Diagnose. Der Blinddarm auf Zimmer 25. Und was der sonst noch ist, ja, ist er halt. Ne? Aber soll mich nicht stören. Also das ist eine ganz, ich übertreibe natürlich jetzt, aber das ist eine ganz bestimmte Wertfigur, die ganz bestimmte Handlungskonsequenzen hat, und die sich im Widerspruch befindet zu einer Pflegehaltung, die natürlich ganz andere Grundprinzipien vertritt und vertreten muss. Nicht wie für die Ärzte überhaupt, seitdem sie in der Neuzeit mit der Anatomie, mit dem Tod angefangen haben, das Prinzip war, wir sind da, den Tod zu überwinden. Also dort, wo er auftritt, sind wir beleidigt und überlassen das den Schwestern. Oder? Oder den Verwandten, die wir jetzt auch langsam reinlassen. Früher ja nicht. Also ich, wie gesagt, ich übertreibe. Dann gibt es neben der Pflegelogik natürlich auch in einer Klinik die Verwaltungslogik, die ökonomische Logik. Ich beschränke mich jetzt auf die drei. Natürlich gibt es Hilfe, natürlich gibt es medizinisch-technische Assistenz und so weiter. Also es gibt ja noch eine Menge anderes. Aber ich beschränke mich auf die drei. Die haben alle unterschiedliche Logiken. Dem Verwaltungsmenschen ist wichtig, überhaupt, wo das Gesundheitsbudget für Spitäler gedeckelt wird, dass das irgendwie eingehalten wird und womöglich soll man sparen. So, und jetzt die Hierarchisierung. Früher war das ganz klar. Früher war es so, wie man auch das sagen, der Verwaltungsdirektor hat einzukaufen, was er braucht. Ja, aber der versteht ja nichts davon. Der muss man. Und wenn der sagt, ja, aber im Nebenspital haben sie doch auch die Maschinen, dann werde ich dem genau als Primar erklären, ich brauche die Maschine, weil ich da nicht aus Übung kommen darf. Ich verstehe den sonst nicht im Nebenspital. Also das kann ich nicht mehr erklären. Ja? Wie überhaupt wir in den Wissenschaften geübt sind im Erklären. Kein Problem, das haben wir erklärt. Und jeder hat recht. Nicht?
Inzwischen ist natürlich etwas passiert, nämlich dass durch die Ökonomisierung, die ich aber als ein Beispiel bringe, nicht unbedingt skulptiere, durch die Ökonomisierung eine hierarchische Umkehr stattfindet. Jetzt riecht die Verwaltung, die Ökonomie morgen so, jetzt sind wir dran und nicht mehr. Der darf jetzt nimmer. Und was ist die Logik der Ökonomie? Kennzahl. Sie wissen, Kennzahl, man steuert was über Kennzahl. Also muss man es beschaffen. Und die Kennzahl hatte die Verwaltung nicht, die haben die anderen, also muss es die hergeben. Ja? Und was dazu bringt, dass die Mediziner natürlich da Lieferpflicht haben, auch die Pflege, Lieferpflicht, Daten, Dokumentationen und. Das ist übrigens in der Sozialarbeit ja auch so. Ja? So, und Hierarchisierungen sind suboptimal. Und das können Sie an dem Grund, so ein Beispiel, was mir unlängst ein Arzt erzählt hat, ihm in die Praxis entlassener Turnusarzt. Der hat erzählt, naja, im Sinne der alten Prestigerechnung, der Primar wird das nicht machen, da ausfüllen. Ja. Wer macht's? Na, der Lehrling natürlich. Der Turnusarzt. Was bedeutet, dass der sehr viel mit Schreibarbeit und weniger mit Dienst am Krankenbett beschäftigt ist. Was wiederum dazu führt, dass wenn die in die Praxis gehen, weil sie das ja eh schon nicht aushalten, den Betrieb, übrigens bis hinauf zu Oberärzten passiert das jetzt, sind die Praxis gehen, unsicher sind in der Befundung und in der Diagnostik. Und was machen sie? Um der Abklärung willen schicken sie die Patienten wieder in die Klinik. Ein ökonomischer Kreislauf. Ne? Das ist doch wirklich alte Kreislaufwirtschaft. Schöner hätte das die Subsistenzwirtschaft nicht machen können. Das ist ein Beispiel jetzt, das Ihnen belegen soll, dass wir einen anderen Umgang in diesen gewünschten Kooperationsformen, einen anderen Umgang mit dem, was Widersprüche und Konflikte sind, brauchen. Da kann ich jetzt unendlich lange reden, aber es wäre ja nur über die Zeit was so. Raum, um das vielleicht noch abzukürzen. Raum, bisher sind ja in unserer Geschichte Raum, direkte Rauminterventionen eigentlich immer indirekt passiert. Ne? Es hat also wenn sie die Pyramiden gebaut haben, haben sie nicht gesagt, welche Gesellschaftsfunktion haben jetzt die Pyramiden, denken wir einmal darüber nach. Sondern die haben es gebaut, weil sie ganz bestimmte Sozialstrukturen damit befestigen wollten. Ja? Pharaonen, indirekte Kommunikation, Kulturorganisation, bis hin zu Unsterblichkeitsvorstellungen. Das war damit repräsentiert. Und das kannst du die ganze Geschichte durchverfolgen. Viele Beispiele. Wir haben, ich war jetzt in einer Interventionsforschung in einer kleinen alemannischen Stadt, die nur so mittelalterliche Befestigungen hat, mit Türmen, ich glaube 5 sind es, und an einer Stelle haben sie keinen Turm. Also weg, zusammengefallen, weggeschliffen worden. Also fehlt ihnen ein Turm. Und jetzt haben sie den Zumthor, also einen der berühmtesten Architekten unserer, also Schweizer Architekt, das ist der ETH Zürich, haben sie gebeten, dass sie ihnen da einen Turm machen. Ne? Na, was glauben Sie, was das ausgelöst hat? Der hat natürlich nicht einen mittelalterlichen Turm hingebaut, sagt, also im Mittelalter sind wir ja nicht mehr, müssen wir schauen, was ist heute ein Turm? Oder hat jetzt einen Entwurf gehabt mit Glasziegeln und wunderschön. 72% der Bevölkerung haben dagegen gestimmt. Das war eine Bürgerbefragung. Das ist ja schon ein Fortschritt, weil früher hat man die Bürger gar nicht gefragt, ob sie das wollen oder nicht, sondern man hat die Kirche gebaut, die Repräsentationsbauten. Also der Raum ist das oder eines der wesentlichsten indirekten Interventionsmanipulationsmittel. Immer gewesen. Jetzt fangen wir langsam an, darüber deutlicher nachzudenken. Wenn Sie überlegen, den Streit, der ja bis in die Neuzeit jetzt gegangen ist, der Konfessionen, wo predigt der Pfarrer? Vom Tisch, der Gemeinde zugewandt oder gegen Osten zur Grabeskapelle oder soll er auf der Kanzel stehen?
Ja, das sind alles Rahmeninterventionen, die alle wirksam sind und man streitet darum, weil sie wirksam, weil man weiß, sie sind wirksam. Und wer weiß, was im, oder noch, ich bin gekommen aus der Zeit, sich erinnert, was die Architektur, die ja in Stahl gegossene gesellschaftliche Sozialstruktur ist, ja, was da das Dritte Reich, der Hitler, aufgeführt hat mit seinen Architekten. Nicht? Also Linz hat er nicht mehr geschafft, Gott sei Dank. Wollte ja eine Perle da draus machen. Dann weiß man, was Architektur bedeutet. Schauen wir mal die faschistische oder die stalinistische Architektur. Ja? Das ist, also findet man überall. Brauche ich nicht näher darüber reden. Bis ins Kleinste. Nicht? Ich habe einmal ein Experiment gemacht. Ein Experiment, das mir nur so eingefallen. Sie waren ja dort auch draußen in der Mensa. In Bielefeld an der Universität, ich weiß nicht, wer die kennt, das ist eine Turm-Universität, ein richtig mächtiger Bau, war ich eine Zeit lang bei dieser Experimentalschule mit Hartmut von Hendrick, haben wir Gruppendynamik gemacht. Und das war sehr modern, da ist das Essen per Fließband draufgekommen, so, immer geduppt und so weiter. Und dann waren die Tische ökonomisch genau nach den Tabletts flächig organisiert, Vierer und Sechser. Ne, das ist ja klar, ökonomisch, ne, weil ein bisschen mehr Tisch kostet mehr Geld. Und da habe ich folgendes Experiment gemacht. Ich habe, ne, das ist ein Tablett, es ist ein bisschen dazwischen, habe ich mein Glas vom Tablett auf den Tisch gestellt. Was glaubst du, was da für Unruhe entstanden ist? Ja? Ne, ich wäre selber auch unruhig geworden, wenn ich gewusst hätte, was ich da mache. Das ist eh klar. Weil es bis ins Kleinste hin diese Territorialitätsgeschichten gibt. Nicht? Und wenn sich jemand sozial einen Raum nimmt, sagt man ja, nicht? Der nimmt sich zu viel Raum, dann hat man auch in dieser Metaphorik genau das drinnen. Ja, also über Raum könnte ich da auch noch sehr viel erzählen, muss aber dann zu zeigen, nicht, was sich jetzt räumlich auch noch abspielt, zum Beispiel in der Steiermark, ist die Intervention der Regierung in die Gemeindezusammenlegung. Was haben die, wie heißt es da im Narzisstland da? Ausseerland. Was haben sie die aufgeregt, dass sie BA verlieren von den Autokoppeln? Ne? Die Symbolwerte, die Identitätswerte einer Raumstrukturierung sind einfach, aber das wissen sie ohnehin, von ungeheuerlicher Wirkung. Und in unserer Zeit, wo ja durch viele neuzeitliche historische Entwicklungen eigentlich die ganze Neuzeit darauf aus war, direkte Kommunikation, also kleine Gruppen face to face, aufzulösen, weil das hat man in der funktionalen Organisation nicht brauchen können. Hat angefangen mit der Auflösung der Dorfgemeinschaften in die Manufakturen, von den Gilden, Handwerkergilden in die Industrialisierung und. Die letzte Kleingruppe, die derzeit aufgelöst wird, ist die Familie. Und was übrig bleibt, ist die große Sehnsucht nach Heimat, nach Geborgenheit. Weil das alles aufgelöst wurde. Und um noch einen Widerspruch zu sagen, der ganz wichtig ist auch für meine Arbeit und ich denke auch für Ihre. Es gibt einen unaufhebbaren Widerspruch zwischen Face-to-Face-Gruppen und Organisationen und funktionale Organisationen. Das ist ein nicht lösbarer Widerspruch. Ich sage Ihnen, sondern lösbar muss er immer werden, aber nicht von vornherein wegzuwischen. Ein Beispiel, wo ich auch glücklicherweise das aufnehmen kann, was halt über Gender gesagt worden ist. Das ist ja fein, wenn man die Organisationen im Sinne ihrer Funktionalität haben dadurch eine lange Tradition entwickeln können, weil die Funktionen stabil haben bleiben müssen. Die Menschen kann man austauschen. Ja, die Füße derer, die dich beerben, stehen schon vor der Tür. In Zeiten der Arbeitslosengefährdung ein besonderes Thema. Natürlich. Also die Füße derer, die dich hinaustragen, hast sogar, stehen schon vor der Tür. In kleineren Gruppen, bis hin zur Familie,
ist das nicht so. Da gibt es ein Äquivalent, einen Balanceversuch zwischen Funktionalität und Bedürfnisorientierung. Hilfestellung. Sie haben sie heute das Thema schon gehabt. Sie können nicht in einer Familie sagen, mein Sohn entspricht nicht der Stellenausschreibung, so, außer Markt der Söhne mit ihm. Ja, das irgendwas wehrt sich da in uns. Und ein Experiment haben wir mal ein unfreiwilliges gemacht, schon sehr lange, vor ungefähr 20 Jahren, als es einem Unternehmen ganz schlecht gegangen ist und sie mussten Leute entlassen, nach der Logik, Personal ist am teuersten. Und weil die so bisher so gut strukturiert waren, nämlich in überlappenden Gruppen, die waren nicht hierarchisch, sondern eher, wie das jetzt heißt, so lean organisiert mit Gruppen, habe gesagt, na gut, jetzt gehen wir den Abteilungen den Auftritt, die sollen selber schauen, welche Funktionen sie nicht mehr so brauchen und wem sie entlassen. Das haben sie nicht geschafft. Ja? Also, ich glaube auch, dass hier eine Überforderung der Solidaritätsbedürfnisse stattfindet, die wir im Grunde alle haben. Weil wir sind nicht nur reine Egoisten, wie es uns immer weismachen, die lieben Ökonomen mit ihrem abstrakten Individualismus, der nicht stinkt. Wir sind auch solidarisch. Insofern gibt es diese Sehnsucht nach nicht Funktionalität, sondern nach Bedürfnisgerechtigkeit. Ein Thema, mit dem Sie ja ständig konfrontiert sind. Während die Organisation mehr auf Leistungsgerechtigkeit orientiert ist. Nicht? Das haben Sie auch gehört. Nicht? Wer leistet, darf aufsteigen. Wer sagt, ich bin ein lieber Mensch, den nutzt das gar nichts. Und nun ist es so, dass traditionell, heute geht es ja nicht mehr, die Bedürfnisgerechtigkeit aus Familialstrukturen und Clanstrukturen her eher den Frauen zugerechnet wurde. Und daher, überall dort, wo das eine größere Rolle spielt, sind Frauen ins Berufsfeld eingedrungen. Hierarchisch heißt es minderwertig. In der Vergangenheit. Vielleicht auch etwas heute. Also überall dort, wo Frauen im Vormarsch sind, heißt es, dass wieder von einer hierarchischen Über- und Unterordnung der Organisation Gebrauch gemacht wird. Dass das ist ein ganz wichtiges Thema bis hin in die Politik und in die Manipulierbarkeit der Menschen. Nicht? Also wenn diese Defizite, Gruppendefizite angesprochen werden, werden sie meistens im Sinn populistischer Intentionen angesprochen. Wir und die Fremden. Ja? Das ist die Grenzziehung. Vielleicht ein letztes Beispiel noch aus der Bedeutung des Raumes, ein ganz historisch wesentliches, bevor ich zur Zeit komme. Die Naturwissenschaften, vor allem hier zunächst die Astronomie, hat in das Weltbewusstsein der Kirche interveniert. Ja? Die haben dort die Planeten ausgerechnet, die ja vorher im Himmel waren und so einen pseudo-göttlichen Charakter gehabt haben. Also in den alten Mythologien sowieso, aber bis hinein ins Christentum noch spielt das eine Rolle. Und plötzlich kommt die Naturwissenschaft, das sind Sterne. Ja, und plötzlich geht die Geografie des Himmels für die Seelen verloren. Das ist eine ungeheure Bedeutung gewesen. Ja, der Raum steht nicht mehr für Himmelfahrt zur Verfügung. Weil wo soll die Maria am Mond? Ja? Und Sie sehen das auch in der Kunst. In der Kunst. Das letzte schöne Bild ist in Colmar, wie heißt es, von Matthias Grünewald. Und dann ist weg, außer in nostalgischen Erinnerungen, irgendwo daheim, ne? Dass es so, wo dann so irgendwas in die Luft saust. Und plötzlich wird die Religion innerlich. Ja? Sie muss innerlich werden. Sie wechselt den Raum. Der ganze Protestantismus bis zum Pietismus hin ist eine Religion der Innerlichkeit, der Autonomie der Menschen und so weiter. Ne? Der Katholizismus fängt jetzt auch langsam an und findet sogar den Galilei selig werdend. Ne? Aber man soll die Anpassung nicht verbieten. Aber da ist es was Schwieriges passiert. So, ich gehe jetzt über, kann ich auch anschließen, zum Thema der Zeit. Ja.
Da hat mein Vorredner etwas sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wir leben nicht in linearen Prozessen, sondern wir leben in bio-, psychosozial- und so weiter Prozessen. Und sehen Sie, das ist etwas, was, ich weiß ja nicht, Sie wissen ja das, glaube ich, nicht alle, ich habe den Verein zur Verzögerung der Zeit gegründet, der sich diesen Themen besonders annimmt, aus dem Grund, weil ich damals und andere, nicht nur ich, der Meinung war, dass eine bestimmte Art der Zeitverdichtung und der Beschleunigung von Prozessen unsere Arbeit, konterkariert und zum Teil verhindert und zum Teil obsolet macht. Und das ist bei zunehmender Ökonomisierung, die wir erleben im Sinne des Neoliberalismus, wie Sie denken können, äußerst liebe, weil die nämlich, als Wissenschaftler, ich sage, das ist eine fahrlässige Form von Wissenschaft, die hier betrieben wird. Wirklich eine fahrlässige. Also eigentlich müsste man den Ethos der Dienst- oder der Promotionsformen denen aberkennen. Warum nämlich? Weil sie aus einem Modell, das wirklich nur in der Theorie funktioniert, ja, dem neoklassischen Modell, eine Praxis machen über politische Interventionen. Und das ist unseriös. Gut, habe ich jetzt losgekriegt. Jetzt komme ich zurück zu den Prozessen. Nämlich, das hat auf die Zeit sehr viel Wirkung, das hat schon der Marx übrigens gesagt, wieder darf man den ja noch erwähnen, nicht? So hin und wieder sage ich einmal, er wird wieder modern, ich sage ihn das, in der Akkumulation des Kapitals und so weiter. Hat er ja recht gehabt. Und der hat schon damals gesagt, die nächste Epoche der Ausbeutung ist die aus der Zeit, nicht mehr die aus der Arbeitskraft nur, sondern die aus der Zeit. Und der Goethe hat schon gesagt, wir kommen da in ein velozitarisches Zeitalter, also ein Geschwindigkeitsrauschzeitalter. Da hat der Goethe schon gesagt, und der ist noch mit der Kutsche gefahren. Aber die Ahnung hat er gehabt, da kommt was auf uns zu. Und das ist auf uns zugekommen. Er hat eine Breite entwickelt. Ich darf Ihnen jetzt sagen, verschiedene Zeitbetrachtungsmodelle. Klar ist, dass wir Zusammenhängen der Zeitverdichtung und Zeitbeschleunigung der Beschleunigung von Prozessen leben. Da gibt es in Deutschland einen Kollegen von mir, der das auch behandelt, hervorragende Bücher schreibt, das ist der Hartmut Rosa, also wenn Sie das für Zeit interessieren und für die Gesellschaft, dann lesen Sie dort weiter. Ich habe Argus geschrieben, aber da müssen Sie nicht. Ich mache kein Marketing, weil mein Buch ist nämlich eh vergriffen. Aber es lässt sich per Internet herunterladen. Man kann nämlich, und das ist die übliche Form, die mit unserer neuzeitlichen Ideologie der Messbarkeit verbunden ist, man kann die Zeit, wir nennen das Technomorph, nach technomorphen Modell zu begreifen versuchen. Technomorph heißt, wir organisieren die Zeit nach einer Maschine, nämlich der Uhr. Das ist eine Maschine. Das ist, amüsiert immer die Afrikaner, die sagen, diese Europäer sind irgendwie komisch, die richten sich ihre Bedürfnisse nach der Uhr. Die essen nicht, wenn sie einen Hunger haben, sondern wenn es Mittag ist, halt eins, nicht? Und dann essen sie und weiß ich, Business Lunches, wissen sie nachher gar nicht mehr, was sie gegessen haben. Also, gut, die Afrikaner haben Zeitvorstellungen zum Zeit, die sind natürlich schon etwas nicht so leicht nachvollziehbar, also wenn man sich da ausmacht, morgen um 9 kommen wir zu der Versammlung zusammen, nicht? Und um 9 ist man als Europäer dort, kein Mensch ist da, nicht? Und dann fragt man irgendwann, der so Wärter ist, der aufpasst auf diese Frage, also, wann fängt denn die Versammlung an? Sagt er, na klar, wenn alle versammelt sind. Das ist eine logisch-zirkuläre Antwort, aber irgendwie schlüssig. Und wissen Sie, der Witz ist das, dass die sich nicht ausmachen, wir kommen 20 Minuten oder eine halbe Stunde später. Sondern die sind plötzlich von verschiedensten Richtungen da. Ja, das ist ein ganz anderes zeitrhythmisches Gefühl, wenn man es dann fragt, wieso seid ihr da jetzt 20? Vorgestern war es eine Stunde. Eine richtige Antwort kommt man als analytischer Wissenschaftler nicht. Man hat nur das bedingt, das muss ein Gefühl sein. Also Technomorph heißt, dass wir also nach der Uhr, das hat mit den Mönchen im Kloster begonnen, die haben das entwickelt, die Uhr, weil die haben natürlich wissen müssen, wann sie aufstehen zu ihren frühen
gebeten und Arbeit Labora da durchorganisieren. Dann haben wir das Bürgertum übernommen, das war Prestigegeschichte, die Campaniles können Sie noch verfolgen in Italien, das war nicht unmittelbar eine kirchliche Sache, sondern eine bürgerliche Sache. Die Kirchen haben das dann geschnappt. Ich dachte, das lassen wir dem Bürgertum nicht. Und Technomorph heißt, dass im Rahmen des Problems der Beschleunigung bis zur Materialmüdigkeit, das ist ein anorganischer Begriff, die Maschinen, ja, bis zur Materialmüdigkeit beschleunigt werden kann. Ja? Wobei die Materialmüdigkeit ein ökonomisches Problem ist. Nicht? Wann schaut man nach, ob ein Material müde ist? Und da passiert mehr, als man glaubt. Ja? Das ist nur so nebenbei. Also wenn ich ins Auto steige, was ich auch tue, und dort fahre und überholen will und aufs Gas steige und das Auto würde mir melden, jetzt mag ich nicht, dann würde das nicht dem technomorphen Beschleunigungsmodell entsprechen. Und das ist für Technologie und so weiter etwas sehr Wesentliches. Für die Wissenschaft im Übrigen auch. Aber da komme ich. Das ist aber natürlich nicht das Einzige, wie wir alle wissen, dass wir das Lebendige, ich komme jetzt zu dem Thema Lebendiges bis hin zu den Menschen, Eigenzeitlichkeit, ja, nicht also messbare Zeit von außen. Übrigens, die Messbarkeit hängt natürlich auch mit dem ökonomischen System zusammen. Es ist klar, man muss Leistung zeitlich zuordnen können und noch dazu individuell. Also das ist ganz klar, dass das sich durchgesetzt hat, weil das passt an sich zu diesem System. Wir wissen alle, Eigenzeit heißt biomorph zum Beispiel. Lebendiges geht nach eigenen Zeitrhythmen. Alles Lebendige geht nach eigenen Zeitrhythmen. Vielleicht eine kleine Anmerkung, die für Sie interessant sein könnte. Überall dort, und bitte nicht so wissenschaftlich zu werden, also Professionalität darf nicht in einer Wissenschaftsverfolgung dieser Art wie in den Schildern passieren, dass man analytisches Wissen im Sinne der Kausalität anreichert, weil das ist genau der physikalische Methodenbegriff. Und ich sage Ihnen ein Beispiel dafür, die Gehirnforschung. Die liebe ich besonders, habe ich auch ein Buch darüber geschrieben, weil die waren also seitdem es im Jahr des Gehirns war, das war ein Jahrzehnt des Gehirns, weil Gehirn braucht natürlich mehr als ein Jahr, ne? Jahrzehnt des Gehirns war, seitdem sind die unheimlich frech. Ne? Werden dauernd zitiert und was alles die Hirnforschung sagt und was die alles tut. Ich sage Ihnen, die Hälfte davon ist erschwindelt. Ja? Ich sage es einmal ganz deutlich. Warum? Weil die über Freiheit reden, über den Geist, über die Seele, über alles reden, weil es immer so. Bei Leuten, wenn eine Wissenschaft zur Leitwissenschaft wird, reden sie über alles. Ich nenne das partikularen Universalismus. Ja, ich habe das persönlich, darf ich Geschichten erzählen? Persönlich erlebt, in einer Podiumsdiskussion. Nicht wie da ist ein Astrophysiker, ist da aufgetreten, und da war die Diskussion Darwin nicht, versus Kreationisten, nicht, bekannte Diskussion. Dieser Astrophysiker hat gesagt, naja, also wenn ich mir so das Werk anschaue da in dem Universum und so weiter, also ganz ausschließen kann ich nicht, dass da ein vernünftiger Architekt dahinter war, nicht gesagt, der liebe Gott, das hat er nicht. Dann ist der Theologe gekommen, so mehr hat er gesagt, ja, haben wir immer schon gesagt. Ne? Und darauf haben die gesagt, ja, wenn es der Astrophysiker sagt, da muss was dran sein. Wenn es ein Theologe sagt, das ist ein Job. Ja? Merken Sie da den Unterschied? Der kann sich nur so wissenschaftlich zerreißen, der Theologe, das nutzt ihm gar nichts, weil die Leitwissenschaft gewinnt. Also in den Widersprüchen der Wissenschaft war es natürlich früher genauso, man hat hierarchisiert. Leitwissenschaften erzeugt. Leider Gottes, ich komme aus der Philosophie, die war Leitwissenschaft bei den Griechen. Das ist schon lang vorbei, aber ich bemühe mich. Warum sage ich das? Zurück auf die Gehirnforschung. Und das hängt jetzt wieder mit Raum und Zeit zusammen. Die Gehirnforschung will ja nicht nur forschen, wie es wirklich ist, sondern die will ja auch Interventionsmöglichkeiten schaffen. Und das ist in Defizitgeschichten jetzt was Selbstverständliches und Gutes und Richtiges. Also wenn Defizite auftreten da in den Merkel, wo kann man da intervenieren? Aber die Wissenschaft darüber hinaus ist natürlich an all Zusammenhängen interessiert. Und Zusammenhänge, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen im Sein, sage ich als Philosoph, also in der Materie gefunden werden. Ursachen und Wirkung.
Das heißt, die Wissenschaft braucht ein in der Materie verankerndes Prinzip des Nebeneinander und des Nacheinanders. Ja, nebeneinander, die Fakten sind unterschiedlich. Und sie müssen nacheinander sein, damit man Ursache- und Wirkungszusammenhänge hat. Und jetzt ist das aber wahnsinnig schwer im Gehirn. Warum? Weil Ursache und Wirkung so ganz nah beieinander liegen. Nanosekundenbereich. Hast du schon mal Nanosekunde erlebt? Also das heißt, Sie müssen Zeitkonstruktionen finden, die derart ins Mikro gehen, damit es noch Ursache und Wirkung gibt. Damit man Zusammenhänge feststellen. Nun ist das für die Wissenschaft okay, die sollen sie da ruhig spielen. Dem Gehirn ist das völlig wurscht. Ja, völlig wurscht. Das sagt nicht, Moment, hoppla, da habe ich jetzt eine Nanosekunde. Ja, muss ich noch irgendwie, na, könnte ich Ihnen lang erzählen, ja, wie das nicht funktioniert. Weil Lebendiges geht in Gestalten. Wir leben das Leben in Gestalten und nicht in abgehackten Kausalitäten. Und das hat der Kollege vorhin ganz so nebenbei gesagt und ich habe jetzt die Absicht, das noch etwas zu erweitern. Biorhythmik. Jeder weiß das. Jetzt haben wir gerade wieder die Sommerzeit gehabt. Ne? Wir sagen zwar, die Zeit vergeht, aber wir machen mit ihr, was wir wollen. Scheren uns überhaupt nicht über die Zeit. Nachweisbar bringt es nichts, außer zusätzlichen Energieaufwand. Also warum tun wir das? Ja, es gibt schon Interessen dran. Nicht? Ich sage immer, die Sommerzeit ist der Kampf der Tennisspieler und Joker gegen die Mütter und Bauern. Und wer da unterliegt, ist klar. Deshalb haben wir das noch. Im Übrigen, der Hitler hat auch sehr begeistert, der Zeitverschieber. Nicht? Der hat das tausendjährige Reich angeguckt. Ich werde bei der kleinen Zeit anfangen. Und so viele Beispiele, nicht? Weil mir hat der Bauer gesagt, ja, also, wir gewöhnen uns vielleicht dran, wir Menschen, aber das Vieh ich nicht so schnell. Die brauchen 3 Wochen, bis sie sich an den zu früh kommenden Lieferwagen gewöhnen. Ich kann nicht zur Kuh gehen und pass auf, hier das Sommerzeug. Die würden mich kuhalgig, wie es bei Homer heißt, anschauen. Ups. Das Ganze klingt lächerlich. Ich sage Ihnen aber eine ernste Partie in dem Zusammenhang. Es gibt nämlich eine Wissenschaft, die lautet Chronobiologie und einen Zweig davon, der heißt Chronotoxologie. Und da wird die Geschichte interessant. Nämlich, ein Kollege von mir hat also alle biologischen Rhythmen, die im Menschen vorhanden sind, von der Zelle bis zum Blutkreislauf bis hin zu Tag-Nacht-Rhythmus erforscht, das ist der Kollege Hildebrand aus Gießen, leider schon verstorben. Der hat eine schöne Theorie gehabt, der hat gesagt, wenn die Rhythmen bei Menschen, ja, die eigenen Szenerien, von der Zelle bis zum Tag-Nacht-Rhythmus, ja, das ist so, ein ganzzahliges Verhältnis haben, dann sind die Menschen gesund. Schöne Idee, ich glaube es ja nicht, weil wir sind ja dauernd krank, ah, aber und da fühlen uns trotzdem gesund. Das ist, hängt zusammen mit den Selbstheilungskräften, darum soll man nicht zu früh zum Arzt gehen. Dort wird es aber kritisch, wird es dort, wo in der Chronotoxologie man überlegt, wann sind Menschen, Individuen, am geeignetsten zur Aufnahme von Medikamenten. Ja? Das hängt nämlich davon ab, wir haben ja alle zur gleichen Zeit Appetit. Ja? Aber in der Klinik müssen wir die Medikamente zur gleichen Zeit einfressen. Ja? Weil da gibt es Schichtwechsel. Wenn Sie den richtigen Zeit, ich habe das bei mir selber ausprobiert, war chronisch krank einmal und habe viel Cortison gekriegt. Und ich habe Gott sei Dank einen Arzt gehabt, der hat Mindestdosierung zustande gebracht, was mir erspart hat, diesen Cushing da, den man kriegt beim Cortison. Weil der hat die Zeit erwischt. Ich hab viel weniger gebraucht als andere. Die, wo die Zeit nicht erwischt hat, wo man überdosiert, damit es wirkt. Und wenn man mal überdosiert, ist man im Kreislauf der Medikamentation unendlich. Da muss man die Nebenwirkungen bekämpfen, da ist man schon drin in dem Kreislauf. Also dort wird es kritisch. In Niedersachsen haben es so vor 15 Jahren mal die Grünen
wollten Blumenwiesen, die da haben. Weil sie, wenn sie in Niedersachsen fahren, dann merken sie, dass also, in dem leichten Hügelland, das für uns schon von vornherein so langweilig ist, ist noch ein giftgrüner Hang nebeneinander, laut alles Kunstdünger, ist wirklich, wo hast du nichts als Großfelder und Weichen. Und dann haben sie gesagt, wir wollen wieder dort und da Blumen haben. Mindestens an den Rheinen, an den, ja, zwischen die Feldern. So. Und wir schlagen daher gesetzlich vor, dass vor dem 15. Juli nicht gemäht wird, diese Stelle. Nicht? Weil da wächst es, dann gibt es die Aussamung und dann kommen die wieder. In Kärnten gibt es den Spruch, wenn du der Blumenwiesen willst, musst du warten, bis der Holler blüht. Die Frage ist jetzt, was ist genau? Der Holler oder der 15. Das sind die biotechnischen Gesichtspunkte. Gut, damit ich alles zustande kriege, kommen wir jetzt langsam, wir sind schon beim Menschen, aber jetzt direkt zum Menschen. Wir haben genauso die Zeitvorstellung einzuüben des Psychomorphen. Unser allerwichtigstes Gebiet, weil, wie Sie wissen, Emotionen kommen und gehen, wann Sie wollen und nicht, wann ich will. Oder? Ich kann mir nur so vornehmen, wann ich heute in die Sitzung gehe, ärgere ich mich nicht. Und kaum bin ich dort und ich sehe die Gesichter, steigt es auf. Ja? So auch im Gegenteil, ich habe jetzt die negative Seite. Jetzt kann ich auch von Liebe reden oder so. Ich kann nicht rausgehen und sage, spontan jetzt sage ich auf die Straßen raus und jetzt verliebe ich mich. Geht auch nicht. Trotz größter Anstrengung. Das heißt, im psychischen Bereich ist es ganz schwierig, diese Eigenrhythmen der Emotionen zu begreifen und dort zu intervenieren. Weil man ja, erstens sind die Individuen relativ verschieden, sowohl in ihren Verdrängungsleistungen als auch in Zulassungen. Ne? Kann ich das zulassen? Und daher ist es auch sehr schwer. Und man muss erst mühsam draufkommen, wo man da jetzt wirklich intervenieren kann. Und das setzt viel an Kommunikation voraus. Also ein weites Feld. Kommt zum nächsten, damit systematisch wird. Soziomorph, ganz klar. Gesellschaftliche, soziale Konstellationen brauchen ihre Zeit, um sinnvoll zu überleben. Beispiel aus meiner Praxis, also ich habe ja viel in Organisationsentwicklung auch gearbeitet, da kommt man halt in der Organisation, Teamentwicklung. Und ich sage Teamentwicklung mindestens 2,5 Tage. Das ist normalisch. Da muss ich in einen Tag gehen. Ne? Projektmanagement beispielsweise auch in der Sozialarbeit, wie ich die Arbeit brauche, wenn es Teamentwicklung ist, eine Findungszeit, ja, wo man sich anschaut, wer man ist und was man tut und so weiter. Und in die Richtung muss man intervenieren. Das kostet natürlich Zeit, aber es ist eine Zeit, die man 100-mal zurückkriegt. Weil jede Schwierigkeit, die von vornherein klar gemacht wird und besprochen wird, erspart dann später dann das Auftreten. Weil die Menschen sind ja wie die Elefanten, vergessen ja nichts. Es kommt immer was dann wieder. Partnerschaft braucht eine bestimmte Zeit, unterschiedlich zwar. Ich sage das auch deshalb, weil das ja nicht so ohne ist in unserer Flexibilisierungszeit, nicht? Wo diese 3 Wochen in eben noch dazu unter dem Anspruch stehen, Kinder zu produzieren. Der eine sitzt in Mogadischu, die andere in Hannover, also das ist nur so. So Konflikte brauchen, wenn man es nicht noch steinzeitlichen Muster behandelt, ihre Zeit der Analyse, ja, des gegenseitigen Verstehens. Und ich habe schon gesagt, Konsens ist ein etwas Schwerlösbares. Ja, jetzt haben wir schon die, was uns bringt, ich vergesse aber eine Zeit nicht. Das ist die Zeit, die für uns eine besondere Rolle spielt und das ist die Eröffnung einer zweiten Zeitlinie im Sinne einer Selbstbeobachtung, Selbstreflexion, Ausstieg aus dem Operativen des Alltags. Das kann man nicht, wenn man nicht sich dafür Zeit nimmt. Der Horvath hat gesagt, ich war ja so gern ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Die Zeit der Feier war das, die Zeit der Feiertage. Ja? Also wo man unterbricht.
eine typische Form früher religiöser Intervention. Dass die Menschen nicht nur immer plötzlich vor sich hinarbeiten, sondern dass sie sich auch einmal überlegen, hat das einen Sinn oder wo funktioniert es nicht und so weiter. Das nenne ich die System-transzendente Zeit. Ja, also, meine Zeit ist langsam, glaube ich, zu Ende. Daher jetzt, löse ich mein Versprechen noch ein. Ich stehe noch zur Diskussion zur Verfügung. Wenn es lang dauert, macht mir das gar nichts. Zeitverzögerung ist meine Aufgabe. Zu unserer Intervention, zu unserem Doktorandenkollegen. Wir haben natürlich in Klagenfurt sind wir von vornherein andere Wege als andere Universitäten gegangen. Die haben sich zwar zum Teil nicht durchgesetzt, aber immerhin haben wir die einzige Fakultät mit Standorten Klagenfurt, Graz, Wien für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung. Also das ist einmal schon was, was Sie sonst wo nicht finden. Weil wir von Anfang an erkannt haben, die Gesellschaft hat Probleme und die Wissenschaft hat Fakultäten. Das passt nicht immer zusammen. Ja? Nirgendwo, ja, die institutionelle Gremien. Und um gesellschaftliche Probleme herum, Wissenschaften zu organisieren, haben wir uns diese Interdisziplinarität einführen lassen. Das ist modern geworden, aber in einer fälschlichen Form hat man die Wissenschaftler zusammengeholt und gesagt, was sagst du? Dann bieten wir es zwischen zwei Buchdeckel, dann haben wir Interdisziplinarität. Das ist es nicht. Interdisziplinarität, problembezogen, ist ein ungeheuer mühsamer Kommunikationsprozess. Ja, also warum sich die Menschen das weitgehend ersparen, institutionell geschützt, ist kein Wunder. Aber es ist anstrengend. Weil jeder Wissenschaftler hat seine Terminologie, nicht als Zäune, wie der mein Kollege sagt, je mehr ich mich spezialisiere, umso weniger können mich die anderen kritisieren. Okay, ja, wenn ich über ein Detail mehr weiß als alle anderen, passiert nichts. Und dieser mühsame Prozess ist uns teilweise ganz gut gelungen mit der Zeit. Damals waren wir Institut, jetzt sind wir Fakultät. Aber wir haben bemerkt, diese Interdisziplinarität ist noch zu wenig. Wir brauchen, das heißt heute Transdisziplinarität. Das heißt, wir müssen aus den Wissenschaften aussteigen. Zumal, wenn wir eine bestimmte Wirksamkeit von Wissenschaften uns vorstellen wollen. Und das hat zur Interventionsforschung geführt. Interventionsforschung ist nichts anderes, als dass wir in Auftragsprojekten oder selbst arrangierten Projekten hinausgehen zu Praxispartnern und mit denen zusammen sowohl die Forschungsarchitektur, den Prozess besprechen und organisieren, als auch das implizite Wissen, das in der Praxis besteht, mit denen zusammenzuheben versuchen. Denn sie wissen ja gar nicht, was in dem Handlungswissen und dem Zusammenhängen der Menschen, die kennen ja, wenn sie in einem Betrieb oder in einer Institution nicht einfach sagen, ich bin ja bloß eine Disziplin, lasst mich in Ruhe. Ja, sondern die müssen ja dauernd in Zusammenhängen operieren und denken, sonst funktioniert ja das Ganze wirklich. Ja? Also haben die relativ viel synthetisches, implizites Wissen aus ihrer Praxis heraus, von dem die Wissenschaft, die eher analytisch vorgeht, oft sehr wenig Ahnung hat. Und aus dem Grund ist für uns das, was Interventionsforschung anlangt, der Versuch, Wissenschaftsteams zu bilden und mit Praxispartnern zusammenzuarbeiten, zur Generierung beidseitigen Wissens. Und nicht im Sinne einer Hierarchisierung, weil wir schon längst erkannt haben, dass die Wissenschaften und das Praxiswissen nicht zu hierarchisieren ist. Also nicht, wir wissen es besser, im Gegenteil. Es passiert sehr oft, dass wir in der Wissenschaft Wissen generieren über diese Vermittlung einer Reflexion der Praxis. Und wenn Sie so wollen, der forschungsethische Hintergrund ist der, dass wir von einer Systemfreiheit fantasieren. Oder von der Selbstaufklärung der Praxis. Ja? Es ist ja wahr, dass die praktischen Systeme, also wurscht, wo sie hinschauen, ja, in ihrer zeitverdichteten, operativen Getriebenheit oft gar nicht zum Nachdenken kommen, wer sie sind und was sie sind und wo sie sind.
Unsere Forschungsprojekte versuchen, anhand auch dieses Defizites mit denen zu arbeiten. Und da stellt sich eines heraus, so im Sinne der Professionalisierung, gesagt, die Wissenschaft hat das Privileg des unendlichen Denkens. Die Praxis hat die Not ständiger Entscheidung. Das ist ein großer Unterschied. Ja? Und wenn man überlegt, wie Wissenschaft wirksam wird, dann muss man dieses Verhältnis sich genau anschauen. Letzte Bemerkung zum Doktorandinnenkolleg, weil da heute vorher die Rede war und Sie es auch genannt haben. Dieses Kolleg, Doktorandinnenkolleg für Interventionsforschung, ist für Fachhochschulabsolventen ohne Schwierigkeiten zugänglich. Ja? Also kann jeder, der das für sich macht, was anderes ist nur eine Kooperation, die Sie im Auge haben. Aber individuell ist das kein Problem. In Klagenfurt sind etwa 80 derzeit, 70 bis 80 Doktorandinnen bei uns. Das hat auch sein Design mit Assessment und auch einer intensiveren Betreuung. Und das sind 85% etwa Berufstätige. Weil wir der Meinung sind, dass Berufstätige nach einer gewissen Zeit sehr oft das Bedürfnis haben, über das, was du noch nachzudenken. Und das einzuholen, ja, was sie da erlebt haben, was geschieht. Und davon profitiert auch die Wissenschaft. Und das interdisziplinär, die Breite, also wir haben genauso Betriebswirte wie Sozialarbeiter, genauso, was weiß ich, Religionsleute, die sich interessieren, warum ist die Kirche nicht mehr wirksam und Ähnliches. Also es ist eine sehr breite Streuung, aber von einem unglaublich auch für uns lehrreichen, einer lehrreichen Komplexität. Wir wollen ja nicht nur Komplexität verkürzen. Ja, in dem Sinn, danke ich Ihnen für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich habe Sie gespürt. Das war okay. Und freue mich auf die Diskussion. So, vorbereitet habe ich ganz was anderes. So, weil die Diskussionen auch erhellen, weil auch wenn Sommerzeit. Jetzt doch einmal die langsam schon ein bisschen düster. Ich habe bei manchen Sachen.